Leute. Es ist nicht schwarz-weiß. Die Leute, die in der Ukraine den Putsch gemacht haben, das waren rechtsextreme Ukrainer. Die tragen eine Teilschuld. Die Amerikaner, die diesen Putsch unterstützt haben, John McCain, Victoria Nuland, Jeffrey Pyatt und vor allem Joe Biden, der heute Präsident ist, die tragen eine Teilverantwortung. Und wenn wir einfach nicht darüber sprechen und so tun, als wenn es das nicht gegeben hätte, dann wird das überhaupt nicht helfen, weil wir können eigentlich den Konflikt nur lösen, wenn alle ihr Sündenregister sozusagen offenlegen und sagen, ja, okay, das habe ich gemacht. Wenn ein Krieg in Europa da ist, ist wie wenn ein Zimmer im eigenen Haus brennt. Dann muss man alles tun, um Kompromisse zu finden und sozusagen den Brand im Haus zu löschen, weil sonst brennt das ganze Haus Europa. Gehört Daniele Gansers Meinung nach Putin zu den Young Global Leaders? Hast du dazu schon gehört? Ich habe diese Frage auch schon bekommen. Was für ein Tag. Heute wieder mal auf unserem YouTube-Kanal zu Besuch. Dr. Daniele Ganser. Ich freue mich riesig, dass er als Friedensforscher, Schweizer Historiker und Buchautor heute wieder mal auf unserem YouTube-Kanal ist. Die letzten Male waren ja wirklich immer sehr bereichernd für die Zuschauer. Das letzte Video hat knapp 1 Million Aufrufe bekommen. Auch hierfür an dieser Stelle noch einmal vielen Dank, Daniele, dass du dir heute die Zeit für unsere Community und für meine Fragen nimmst. Danke, Dominik, für die Einladung und hallo an deine ganze Community. Ich freue mich, wieder bei dir zu sein. Vielen Dank. Du hast ja die letzten Wochen sehr, sehr viel zu tun. Man sieht einen Vortrag nach dem anderen. Doch ich habe wirklich versucht, heute die Fragen zu stellen, die so die wenigsten bisher gestellt haben und besonders kritisch an das Thema ranzugehen. Dafür bist du ja bekannt. Du nimmst auch keine Hand oder kein Blatt vor den Mund, wenn es Themen sind, die der Mainstream nicht behandelt, wie beispielsweise 9/11 oder die entsprechenden Thematiken, die dich auch in den Medien sehr berüchtigt gemacht haben, Daniele. Wie sieht es aktuell bei dir aus? Wie stark ist der mediale Gegenwind? Spürst du momentan, dass es etwas nachlässt? Wie empfindest du die ganze Situation aktuell? Ich war in Berlin, hatte dort einen Vortrag, gerade jetzt kürzlich, ich glaube 2-3 Wochen ist es her, und da waren 800 Plätze und dann war das ausverkauft und haben wir gesagt, okay, wir bieten es nochmal an und da war es nochmal ausverkauft. Das heißt, 1600 Plätze. Ich finde schon, das sind sehr, sehr viele Menschen, die sich im Moment interessieren für diese Fragen, die ich behandle. Das kann ich sicher sehen, also einerseits großes Interesse. Dann habe ich aber schon auch gehört, dass es Gegendruck gab und dann die Leute irgendwie gesagt haben, ja, wie könnt ihr den Ganser hier auftreten lassen? Also das höre ich auch, dass gewisse Hallenvermieter die Hallen nicht geben und sagen, nein, wir teilen die Ansichten von Herrn Ganser nicht, darum darf er hier nicht sprechen. Also eigentlich geht es ja im Moment um diesen Ukraine-Krieg und da sage ich, Deutschland sollte keine Waffen in die Ukraine liefern und das ist natürlich die Gegenposition zur Regierung und darum habe ich in Deutschland schon manchmal Schwierigkeiten, auch in der Schweiz gab es schon Schwierigkeiten, aber wir finden immer Lösungen. Absolut. Wir haben es auch gemerkt, wir haben auch Gegenwind bekommen. Eine DDoS-Attacke gegen unser Webinar. Also es spricht Bände, dass wir scheinbar über Themen sprechen, die man so in der Form nicht aussprechen soll. Wodurch eigentlich die logischste Lösung wäre, dass man keine Waffen liefert. Aber Olaf Scholz hat ja mit 100 Milliarden zugesichert, die Ukraine zu unterstützen. Und ich möchte jetzt einfach an der Stelle auch mal anknüpfen, wenn du es selbst schon von dir aus ansprichst. Warum sucht denn niemand den diplomatischen Weg? Olaf Scholz hat selbst gesagt, er sieht im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine ernsthafte Gefährdung in der Sicherheit Europas. Also wieso liefert man dann Waffen und setzt sich nicht an einen gemeinsamen Tisch? Wie erklärst du dir das? Ja, also das ist wirklich die offensichtlichste Frage, die da im Raum steht. Und niemand getraut sich die Frage überhaupt auszusprechen. Ja, warum verhandeln wir nicht? Warum machen wir nicht Kompromisse? Warum machen wir nicht Zugeständnisse? Weil das ist eigentlich die Art, wie man einen Konflikt löst. Also man kann vielleicht sagen, wenn ein Ehepaar streitet, ein Mann und eine Frau, das ist für viele Menschen näher als irgendwie ein Konflikt in der Ukraine, dann ist es ja selten so, dass einer 100% richtig ist und der andere 100% falsch. Sondern in fast allen Fällen ist es so, dass jeder eine Teilschuld hat. Und das ist eben jetzt auch so bei diesem Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Da gibt es Teilschuldaspekte und über die müsste man sprechen. Und es wird einfach im Moment verhindert. Es heißt, nein, wir wollen überhaupt nichts diskutieren, weil wir haben keine Teilschuld. Und wir werden jetzt sozusagen einfach kämpfen, bis wir uns durchgesetzt haben. Und ich finde, das ist ein Rezept, das wirklich, ja, das ist das Rezept vom totalen Krieg, ja, dass man einfach sagt, wir ballern noch mehr und wir schießen noch mehr, wir liefern noch mehr Waffen und wir wollen auf keinen Fall verhandeln. Und ich finde, das ist einfach das falsche Rezept. Es gibt aber jetzt auch immer mehr Stimmen, die sagen, Moment,
Wo führt das alles hin? Was führt das sozusagen auf dem wirtschaftlichen Bereich, die Gaslieferungen etc.? Also es gibt schon mehr Stimmen, die jetzt nach Verhandlungen rufen. Ich rufe weiterhin nach Verhandlungen. Meine Position ist klar. Selenskyj und Putin müssen sich an einen Tisch setzen, sie müssen verhandeln. Und im Hintergrund haben wir Joe Biden. Joe Biden kann Selenskyj anrufen und sagen, jetzt musst du verhandeln. Und dann muss Selenskyj am nächsten Tag Putin anrufen und verhandeln. Du hast im letzten Gespräch auch gesagt, dass Selenskyj als Marionette des Westens dient. Und da kamen sehr viele Fragen auf. Wie lange kann denn diese Kriegsmaschinerie noch aufrechterhalten werden mit diesem Narrativ, dass es keine Lösungen gibt? Weil wir sprechen ja gerade über eine Lösung, und zwar über einen Ansatz, dass sich alle Seiten mal zusammensetzen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch letzte Woche mit Putin ein Gespräch geführt, was allerdings auch keine Lösungen hervorgebracht hat und was nochmal bestärkt hat, dass die Deutschen hinter der Ukraine stehen. So schafft man doch keine Lösungen, oder? Also du bist ja als Friedensforscher genau in diesen Themen Experte. Ja, natürlich. Also die Lösungen schafft man, indem man zuerst mal hinhört, was denn die verschiedenen Seiten wollen, ja. Und wenn man die russische Seite überhaupt nicht anhört, wir hatten zum Beispiel hier in der Schweiz ein Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Biden und dem russischen Präsidenten Putin. Und da hat Putin Biden über gesagt, seine Hauptforderung besteht darin, dass die Ukraine neutral sein soll. Also neutral wie die Schweiz, neutral wie Österreich, neutral im Moment noch Finnland und Schweden. Da weiß man nicht, ob die ihre Position aufgeben. Aber einfach ein neutrales Land, das nicht Mitglied der NATO ist. Und das ist eigentlich, wenn man die russischen Forderungen über die letzten Wochen und Monate und auch Jahre anschaut, war das immer die russische Position. Die Ukraine kommt nicht in die NATO, die Ukraine muss neutral sein. Und wenn Selenskyj bereit wäre, das zu unterschreiben und das auch in die ukrainische Verfassung aufzunehmen, zu sagen, wir sind ein neutrales Land, wir kommen nicht in die NATO, dann wäre viel Entspannung möglich. Ein wichtiger Teil, der zu den Spannungen beiträgt, zumindest aus Sicht der Bürger, ist ein, ja, für mich eines der wichtigsten Themen und auch wieder mal eine Gretchenfrage, die in der Öffentlichkeit nicht gestellt wird, nämlich wie kam es dazu und vor allem durch wen kam es dazu, dass Nord Stream 2 und Nord Stream 1 gesprengt wurden. Wir haben mal ein bisschen gegraben und Joe Biden drohte laut dem Spiegel, also dazu gibt es einen Artikel, den verlinke ich auch gerne unter dem Video, damit es nicht direkt wieder von vielen Zuschauern abgestempelt wird, dass, und zwar die Aussage Joe Bidens, selbst in diesem Jahr noch, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, wäre es das Ende für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, sagte Biden, und das in einem Gespräch mit Olaf Scholz in Washington. Dieses Thema hat man gefühlt in den deutschen Medien überhaupt nicht wahrgenommen. Wie kann denn sowas passieren, dass genau diese essentielle, wichtige Frage, wer denn schuld an dieser Sprengung ist, wenn solche Aussagen in der Vergangenheit gefällt wurden, nicht gestellt wird. Das ist der Wahnsinn, ja, weil eigentlich hat man zuerst gesagt, der Krieg ist einfach auf die Ukraine beschränkt und alle, die außerhalb der Ukraine wohnen, müssen sich da keine Sorgen machen. Und dann hat man aber gesehen, dass eine Rakete in Polen eingeschlagen ist. Man hat dann zuerst gesagt, es ist eine russische Rakete, und dann haben zum Glück die Amerikaner, auch Joe Biden, haben sofort gesagt, nein, das ist keine russische Rakete, das ist eine ukrainische Abfangrakete. Also die Ukrainer schießen Raketen, die Russen schießen Raketen und die Ukrainer versuchen halt mit ihren Raketen die russischen Raketen in der Luft zu zerstören. Aber da ist dann eine ukrainische Rakete sozusagen nach Polen und ist da 20 Kilometer über der Grenze in Polen eingeschlagen. Und weißt du, Dominik, das zeigt einfach, der Krieg ist wie ein Krebsgeschwür. Man muss wirklich früh verhandeln und früh eigentlich den Krieg auslöschen, so wie ein Feuer, die Glut früh austreten, weil sonst dehnt sich das aus. Das kann wirklich plötzlich Metastasen oder Schwelbrände in ganz anderen Gebieten sozusagen zeigen. Und die Nord Stream ist ja eindeutig nicht in der Ukraine, ja, die ist in der Ostsee. Und dieser Terroranschlag, es ist letzten Endes ein Terroranschlag, auf diese, es sind vier Gasstränge, also Nord Stream 1 besteht aus zwei Röhren und Nord Stream 2 besteht aus zwei Röhren. Das heißt, wir haben insgesamt vier Röhren dort unten auf 80 Meter Tiefe liegen und die sind zerstört. Man sagt, eine könnte noch funktionieren, aber drei sind sicher zerstört. Das ist mal die Tatsache. Und diese Pipelines, die führen ja nicht irgendwo hin, sondern die versorgen Deutschland mit Erdgas. Und der Unterschied ist zu Pipelines, die über Polen oder durch die Ukraine kommen, dass hier kein Staat dazwischen geschaltet ist als ja, wie soll ich sagen, als Zwischenhändler, ja, weil die Ukraine und Polen sind ja eigentlich immer Zwischenhändler für das Erdgas, das von Russland nach Deutschland fließt. Und die Nord Stream 2, also die Nord Stream 1 wurde 2011 eröffnet.
Und hat ab dann gab es erstmals direktes Erdgas von Russland nach Deutschland. Und man muss wirklich daran erinnern, das war sehr gut für Deutschland, weil da hat man billige Energie und man hat sie direkt vom Lieferanten. Also das hilft dann der deutschen Wirtschaft. Und das Gespräch, das du angesprochen hast, ja, dass nämlich Olaf Scholz im Januar 2022, also jetzt in diesem Jahr, ist er in Washington sozusagen angetreten zum Besuch beim Präsident Biden. Also es ist Antrittsgespräch. Hallo, ich bin der neue Bundeskanzler. Und dort war das Thema Nord Stream 2 sozusagen in der Luft. Ja, es ging darum, dass man gesagt hat, Nord Stream 1 läuft ja schon seit 10 Jahren. Wir würden gerne Nord Stream 2 auch noch in Betrieb nehmen. Und dann haben wir wirklich eine sehr gute Verbindung von billigen Rohstoffen aus Russland direkt in die Wirtschaftsnation Deutschland, was wiederum allen Ländern in Europa hilft. Ja, weil Deutschland ist das Zugpferd von ganz Europa. Und dann hat Joe Biden gesagt, nee, das wollen wir nicht, das wird nicht passieren. Und dann, das war vor der russischen Invasion, weil die russische Invasion war im Februar 22 und dieses Treffen von Scholz mit Biden war im Januar 22. Und dann fragt eine Journalistin, Präsident, wie wollen Sie das denn verhindern? Das ist ja eine Angelegenheit von Deutschland und Russland. Also was können wir da überhaupt für Einfluss nehmen? Und dann sagt der amerikanische Präsident, wir finden schon Wege und wir haben schon Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Er sagt nicht wie, aber er sagt so, mach dir mal keine Sorgen, wenn ich will, dass diese Pipeline nicht mehr läuft, dann läuft die nicht mehr. Und dann haben wir den Terroranschlag auf die Pipelines und es müsste natürlich ganz intensiv in Deutschland diskutiert werden, hat Russland ein Interesse daran, die eigene Pipeline zu sprengen? Meine Antwort ist nein, weil die Russen könnten ja auf ihrer Seite einfach das Erdgas abstellen. Die haben den Schalter in der Hand. Klar. Und die zweite Diskussion, und da sagst du richtig, das ist ein absolutes Tabuthema, oder wo man sich dann immer wieder fragt, wird dann der YouTube-Kanal gelöscht? Aber es muss einfach diskutiert werden. Haben die Amerikaner oder die Briten die Pipeline gesprengt? Weil dass die Deutschen ihre eigene Pipeline sprengen, halte ich ebenso für unwahrscheinlich. Das heißt, die Russen und die Deutschen sind in meiner Überlegung mal draußen, ohne dass ich es beweisen kann. Aber ich sage mal, Scholz sprengt nicht seine eigene Pipeline, ich sehe das nicht. Oder dann könnte man sagen, ja, Umweltaktivisten haben die Pipeline gesprengt. Dann sage ich auch, ja, es ist auf 80 Meter Tiefe. Also da brauchst du schon eher ein U-Boot, um da hinzukommen. Und Umweltaktivisten haben kein U-Boot. Also am Schluss ist eigentlich die amerikanische Marine und die britische Marine. Das sind sozusagen meine Hauptverdächtigen. Und das wäre eine wirklich wichtige Frage, das zu klären. Haben die Briten oder die Amerikaner Nord Stream gesprengt und damit einen Terroranschlag auf die deutsche Energieversorgung gemacht? Aber es wird nicht diskutiert. Es wird nicht diskutiert, sondern wir können es hier auf diesem YouTube-Kanal diskutieren. Aber es wird morgen nicht in der Süddeutschen Zeitung die Frage in dieser Art aufgeworfen. Müsste diskutiert werden. Ja, ich habe auch ein bisschen gebohrt und gegraben. Und schwedische Ermittler hatten 2015 eine bewaffnete U-Boot-Drohne in der Nähe der Pipelines gefunden. Auch hierüber spricht man eigentlich nur in den wenigen Frachtmagazinen zu diesem Thema. Fand ich auch besonders krass. Und gerade die Ermittler in Schweden haben mittlerweile bekannt gegeben, dass sie die Ermittlungsergebnisse Deutschland nicht aushändigen wollen. Also alles Dinge, die sich für mich ganz spanisch anhören. Und ich finde genau das sind die Fragen, die wir stellen sollten, um zu verstehen, wer denn, und da kommen wir am Ende auch wieder zur Frage, cui bono, eigentlich an dieser ganzen Geschichte am meisten profitiert, denn woher holen wir denn jetzt unser Gas, unsere Energie? Und die, ja, ich sage jetzt mal, amerikanischen LNG-Lieferungen stehen bereits parat, auch die Fracking in den USA wird gefördert. Du hast ja auch zum Peak Oil tiefgründig recherchiert, könnten die Amerikaner zum Beispiel hierfür oder hiervon auch profitieren, dass wir jetzt eben nicht mehr am Nabel Russlands hängen als Deutschland? Also grundsätzlich muss man sagen, die Amerikaner sind die einzigen, die von diesem Krieg in der Ukraine profitieren, weil erstens verkaufen sie die Waffen. Ja. Die größten Konzerne, also die größten 100 Rüstungskonzerne, wenn man es anschaut, das sind die ersten 5 oder sind immer die amerikanischen Firmen, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics, also sind amerikanische Militärfirmen, kontrollieren nicht den gesamten Rüstungsmarkt der Welt, aber sie sind die führenden Rüstungskonzerne und darum profitieren sie vom Krieg in der Ukraine. Der zweite Punkt ist der, die Amerikaner produzieren Erdgas, sie produzieren auch Erdöl, aber LNG, also Liquefied Natural Gas, ist teurer
als Pipeline-Erdgas. Und wenn, solange die Russen eine direkte Pipeline nach Deutschland haben und sozusagen aus russischen Erdgasfeldern Deutschland beliefern, ist das konkurrenzlos günstig. Da kommt keiner rein. Ja, das ist mit marktwirtschaftlichen Methoden nicht zu knacken. Ja, aber mit militärischen schon. Man kann natürlich die Pipeline sprengen. Und dann, wenn diese Erdöl- und Erdgasimporte aus Russland nach Deutschland nicht mehr kommen, dann können natürlich die Amerikaner kommen und sagen, ja, wir hätten auch Erdgas, LNG, was jetzt gemacht wird, da muss man aber Terminals bauen, das wird auch gemacht. Aber am Schluss, unter dem Strich, hat Deutschland einfach teure Energiekosten und Wirtschaftskonzerne wie BASF, also große Chemiekonzerne, die sind aber angewiesen auf tiefe Energiekosten und die können nicht sagen, ja, kein Problem, dann sind jetzt halt die Preise doppelt so hoch. Und auch die Bürger, ja, die Bürger am Ende der ganzen Kette leiden eigentlich unter höheren Öl- und Erdgaspreisen. Das heißt, ich sage auch aus dieser Perspektive, Dominik, wenn wir den Kampf aus wirtschaftlicher Sicht beobachten, wäre es sehr wichtig, in der Ukraine Frieden zu finden. Das heißt, Verhandlungen zwischen Putin und Zelensky, Kompromisse, Neutralität für die Ukraine, dann Reparatur der Nord Stream Pipelines und wieder sozusagen Erdgas nach Deutschland zu günstigen Preisen. Das wäre im europäischen Interesse. Die Amerikaner haben ein anderes Interesse. Aber hier muss man wirklich, Oscar Lafontaine hat das auch einmal gut gesagt, das ist der Mann von Sarah Wagenknecht, und die zwei sind wirklich noch unabhängige Stimmen hier im europäischen Diskurs, und die haben beide gesagt, ja, es gibt eben unterschiedliche Interessen zwischen den Europäern und den Amerikanern. Und die muss man auch benennen und über die muss man auch sprechen. Und gerade beim Ukraine-Krieg wird es ganz offensichtlich, dass wir nicht die gleichen Interessen haben. Doch die Medien suggerieren uns ja eigentlich, dass es dieses Zurück nicht mehr gibt. Putin wäre mit verschränkten Armen quasi derjenige, der nicht mehr offen für diesen Diskurs sei. Wie wertest du das denn aktuell? Also gefühlt sieht es eher so aus, als wäre Zelensky nicht offen für diesen Diskurs. Und was kannst du hierzu beitragen? Ja, also beide versuchen natürlich, sowohl Präsident Putin wie Präsident Zelensky versuchen natürlich auf dem Schlachtfeld sozusagen Gewinne zu erzielen. Und dann erst zu verhandeln. Also das ist immer die Technik eines Kriegsführers, dass er sagt, ja, ich verhandle mit dir, aber ich muss erst noch sozusagen schauen, dass meine Truppen ein bisschen vorrücken können, weil dann kann ich ja sozusagen aus einer Position der Stärke verhandeln. Aber letzten Endes, wenn du dir zum Beispiel den Vietnamkrieg anschaust, von 1964 bis 1975, 11 Jahre lang Krieg, damals war Vietnam gespalten in Nord- und Südvietnam. Und da hat es immer Verhandlungen gegeben, wo man sozusagen sich getroffen hat hin und gesagt, ja, wie können wir Lösungen finden? Also die Amerikaner haben verhandelt mit den Vietnamesen, mit den Nordvietnamesen. Die Südvietnamesen haben sie damals unterstützt. Und letzten Endes sind Verhandlungen immer wichtig. Ich glaube nicht, dass sozusagen Verhandlungen unmöglich sind. Also wenn das in den Zeitungen steht oder im Fernsehen, gesagt wird, Verhandlungen sind unmöglich oder keiner hat ein Interesse oder Putin hat kein Interesse oder Zelensky hat kein Interesse. Nein, es kommt immer darauf an, was denn überhaupt auf dem Spiel steht. Und da sage ich, es steht viel auf dem Spiel, und man sollte jetzt nicht sagen, jetzt führen wir halt 10 Jahre Krieg in der Ukraine, weil die Amerikaner könnten das sagen. Die könnten sagen, ja, für uns ist das in Ordnung, in 10 Jahren ist die deutsche Wirtschaft ruiniert. Da kommt kein Erdgas rüber, wir können unser LNG exportieren, wir können Waffen in die Ukraine liefern. Von uns aus können sich die Europäer ja da in der Ukraine abschlachten, die Russen sterben, die Ukrainer sterben, ist uns egal. Das ist die amerikanische Sicht, aber die europäische Sicht ist eine ganz andere. Die Ukrainer sind Europäer und die Russen sind Europäer. Also Russland ist ja bis zum Iran ein europäisches Land. Danach liegt es in Asien. Also weil es so ein riesengroßes Land ist, liegt es halt in 2 Kontinenten. Aber wenn wir hier eigentlich von weit her schauen, haben wir einen Krieg zwischen 2 europäischen Staaten. Und es muss immer im Interesse von Europa sein, dass 2 Länder in Europa sich töten. Und beide haben ihre Sorgen, ihre Verletzungen, ihre Traumas, wenn man so sagen will. Aber wenn die zusammen kämpfen, ist es eben wichtig, dass sie einen Waffenstillstand vereinbaren, dass sie die Truppen auseinanderziehen und dass dann jeder über seine Traumas sprechen kann. Ja? Die Ukrainer können sagen, ja, ihr habt uns die Krim weggenommen, das war mal ukrainisches Territorium und jetzt habt ihr noch Odessa,
Ihr habt noch, nein, Odessa nicht, aber ihr habt Donetsk und Luhansk, Cherson und Saporizhje. Also ihr habt doch ziemlich viel von der Ukraine jetzt weggenommen. Das ist aus Sicht der Ukraine, verstehe ich das, dass man sagt, hey, also Entschuldigung, und ihr habt viele von unseren Menschen getötet. Und die Russen ihrerseits können sagen, ja, okay, wir verstehen euren Schmerz, ja, aber unser Schmerz ist der, ihr arbeitet da mit den Amerikanern zusammen, es gab einen Sturz in Kiew, einen Putsch, ja, danach habt ihr gesagt, ihr wollt in die NATO, wir haben Angst, ja, weil Hitler und Napoleon, die sind eben über die nordeuropäische Tiefebene, das ist einfach eine flache Ebene bis Moskau, sind die bei uns eingefallen. Wir haben Angst, wir wollen hier einen Sicherheitsgürtel und darum wollen wir nicht, dass die Ukraine in der NATO ist. Und ja, ihr habt einen Bürgerkrieg geführt und habt russische Ukrainer umgebracht in Odessa, ihr habt russische Ukrainer umgebracht im Donbass und darum sind wir einmarschiert. Und also ich sag mal, das ist wie bei einem Ehepaar, ja, wenn die mal zusammen sprechen und sagen, weißt du was, das von dir hat mich sehr verletzt. Und dann sagt der andere, ja, und das von dir hat mich sehr verletzt. Und dann sind die Themen auf dem Tisch. Und das ist bei jedem Konflikt so. Und darum sollten wir nicht so tun, als ob es schwarz-weiß ist. Es ist nie schwarz-weiß. Sowohl die Russen haben eine Teilschuld mit der Invasion, die ist illegal, aber die Amerikaner haben eine Teilschuld mit dem Putsch 2014, der ist illegal. Und die Regierung in Kiew hat auch eine Teilschuld. Sie hat einen Bürgerkrieg geführt von 14 bis 22 mit 10.000 Toten gegen das eigene Volk. Das ist auch eine Teilschuld. Also, weißt du, Dominik, ich argumentiere mit Teilschuld. Und das freut mich, dass ich das auf deinem Kanal kann, weil wenn du jetzt Spiegel aufschlägst oder wenn du ARD Tagesschau schaust oder wenn du Süddeutsche Zeitung anschaust, das sind ja die Leitmedien, da gibt es keine Teilschuld, sondern da ist immer 100% Schuld ist bei Putin und bei Moskau. Und dann gibt es ein intensives Russland-Bashing, was eigentlich überhaupt keine Analyse ist der Probleme, die wir in Europa haben und der möglichen Lösungen. Ich glaube, die Medien nutzen natürlich die Unwissenheit vieler Menschen, dass es schon viel früher Vorbereitungen gab und Entwicklungen, die zu diesem Krieg führten. Du hast ja im letzten Gespräch auch über den Putsch gesprochen. Du hast ja, glaube ich, schon 2015 darüber auch ein Video gemacht, dass es einen Regime-Change in der Ukraine gab. Und ja, damals war ich schon hellhörig. Und das Video hat, glaube ich, jetzt sehr viel Anklang gefunden in den letzten Monaten, wo Menschen sich einfach auch noch mal ein Stück weit selbst schlau machen wollten, was da in der Vergangenheit gesprochen wurde und wie es dazu kam. Kannst du das nochmal kompakt für diejenigen, die das letzte Video nicht gesehen haben, erklären, wie deiner Meinung nach es überhaupt dazu kommen konnte, dass Russland dann den ersten Schlag gemacht hat, der mit nichts zu verzeihen ist? Also nicht falsch verstehen, auch von den Zuschauern. Ich denke, wir beide sind gegen Krieg, aber wir versuchen natürlich die Analysen hier ein Stück weit zu betreiben und zu verstehen und den Zuschauern verstehen zu geben, wie es so weit kommen konnte, dass es auch Teilschuldige gibt, ja? Genau, also wir sind beide gegen den Krieg, das ist wichtig. Ich bin schon sehr viele Jahre in der Friedensforschung engagiert und ich verurteile die Invasion von Putin vom 24. Februar 2022. Das ist illegal und darum hat Putin eine Teilschuld, hat Moskau eine Teilschuld für den Zustand, den wir jetzt drin sind. Wir sind ja mitten in einem Krieg. Aber es gab eben 2014 am 20. Februar einen Putsch in Kiew. Kiew ist die Hauptstadt der Ukraine. Und dort wurde die Regierung gestürzt. Das war die gewählte Regierung von Janukowitsch, Präsident Janukowitsch. Die wurde gestürzt. Und meiner Meinung nach haben die Amerikaner diesen Putsch gemacht. Und zwar Joe Biden, der war damals Vizepräsident. Und Obama, der war damals Präsident. Das heißt, wenn Joe Biden heute sozusagen sagt, dass es ihm sehr leid tut, dass die Menschen in der Ukraine leiden, dann ist das einfach die Oberheuchelei, weil mit dem Putsch, den er dort gemacht hat, ja, hatte die Ukraine ins Chaos gestürzt. Er hätte den Menschen in der Ukraine damals sagen müssen, macht keinen Putsch, versucht Wahlen durchzuführen. Wenn ihr euch bei den Wahlen durchsetzen könnt, ja, dann könnt ihr vielleicht eine neue Regierung bilden. Aber ihr müsst eben Janukowitsch in Wahlen schlagen. Ihr könnt nicht einfach einen Putsch machen. Aber hat ja Biden nicht gemacht. Er hat einen Putsch gemacht. Und zuständig für einen Putsch bei den Amerikanern ist dann immer der Außenminister. John Kerry war damals Außenminister. Und unter ihm gibt es eine Vizen-Außenministerin, das ist Victoria Nuland. Und Victoria Nuland kann ja den Putsch auch nicht selber machen, aber sie hat meiner Meinung nach die Fäden gezogen. Sie hat mit Jeffrey Pyatt gesprochen, das ist der amerikanische Botschafter in Kiew. Also die Amerikaner haben in jedem Land eine Botschaft. Und Dominik, wenn ich ganz offen sprechen kann, wenn du jetzt ein amerikanischer Geostratege bist und du denkst dir, ja, wie mache ich in Kiew einen Putsch? Ja, über deine Botschaft, okay? Das ist deine Basis vor Ort. Und diese amerikanische Botschaft
hat dann eben ein Gespräch geführt, das abgehört wurde. Also Jeffrey Pyatt ist der amerikanische Botschafter. Jeffrey spricht mit Victoria. Victoria Nuland ist die Vize-Außenministerin. Und in diesem Gespräch, das wurde Anfang Februar publiziert, wir sind jetzt im Februar 2014, sagt eben Victoria Nuland, ich denke, Klitsch, gemeint ist Klitschko, der Boxer, der muss nicht in die Regierung, sondern Yatsenyuk. Und Yatsenyuk wird dann tatsächlich Premierminister und wird danach von Obama in Washington empfangen. So im Sinne von, das ist jetzt unser Mann vor Ort und Poroschenko wird Präsident und Poroschenko sagt danach gleich, wir wollen die Ukraine in die NATO führen. Und diese Vorgeschichte, also der Putsch von 2014, ja, den wollen viele einfach nicht sehen und sagen, den Putsch hat es nicht gegeben. Und dann, wenn ich doch sehr viel Beweise liefern kann, sagen sie, okay, in Ordnung, es hat einen Putsch gegeben, aber die Amerikaner haben nichts damit zu tun. Ja, es war eine rein ukrainische Operation. Dann sage ich, ja, natürlich, es gibt Ukrainer, die diesen Putsch wollten. Aber die Amerikaner haben hier eindeutig Einfluss genommen. John McCain war auch auf dem Maidan. Der Maidan ist eben dieser Platz in Kiew, wo der Putsch passiert ist. Und es wurden dann auch Scharfschützen eingebracht. Die haben sowohl Polizisten wie auch Demonstranten erschossen. Da gab es etwa 50 Tote. Und das waren die ersten Toten dieses Krieges in der Ukraine. Und danach erst kam der Bürgerkrieg. Danach hat sich die Krim abgespaltet. Danach hat sich der Donbass abgespaltet. Und darum, Dominik, mein Versuch ist wirklich nur einfach, die historischen Wurzeln aufzuzeigen und zu sagen, Leute, es ist nicht schwarz-weiß. Die Leute, die in der Ukraine den Putsch gemacht haben, das waren rechtsextreme Ukrainer, die tragen eine Teilschuld. Die Amerikaner, die diesen Putsch unterstützt haben, John McCain, Victoria Nuland, Jeffrey Pyatt und vor allem Joe Biden, der heute Präsident ist, die tragen eine Teilverantwortung. Und wenn wir einfach nicht darüber sprechen und so tun, als wenn es das nicht gegeben hätte, dann wird das überhaupt nicht helfen, weil wir können eigentlich den Konflikt nur lösen, wenn alle ihr Sündenregister sozusagen offenlegen und sagen, ja, okay, das habe ich gemacht. Also bei einer Ehe wäre es dann wirklich so, dass der Mann sagt, ja, okay, da bin ich fremdgegangen. Und die Frau würde sagen, ja, okay, da habe ich dich betrogen. Und dann, wenn beide sagen, okay, also das war ja nicht in Ordnung, dann kann man irgendwann wieder sagen, wollen wir überhaupt noch zusammenbleiben oder nicht? Und dann kann man sich auch trennen, wenn es privat ist. Aber bei Staaten geht das nicht. Die Ukraine und Russland bleiben Nachbarn. Ja, die Ukraine wird sich nicht in Richtung Brasilien verschieben und Russland wird irgendwie auch nicht nach Australien auswandern, sondern die bleiben Nachbarn. Und darum müssen die verhandeln und die müssen einen Frieden finden. Das so viel zum Putsch. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt vielleicht nur kurz zusammengefasst. Nein, das ist super, super verständlich. Wir können ja auch das letzte Video verlinken, damit die Zuschauer sich dort nochmal tiefgründiger informieren können. Es gibt ja zahlreichen Content von dir. Für wie kritisch hältst du es denn dann, dass eine deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ankündigt, dass die Sanktionen vorerst kein Ende finden werden und dass vor allem die Beendigung eine Voraussetzung wäre, wie Putin bekannt gegeben hat, dass Nord Stream 1 wieder Gas liefert. Also uns wird ja erzählt, es gibt keine Gaslieferungen mehr, der Kuchen ist gegessen. Aber was kannst du dazu sagen? Also ich finde, Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, hat einfach viel zu wenig die deutschen Interessen im Auge. Ja, es ist doch nicht im Interesse von Deutschland, dass der Krieg ewig dauert. Weil wenn ein Krieg in Europa da ist, ist wie wenn ein Zimmer im eigenen Haus brennt. Dann muss man alles tun, um Kompromisse zu finden und sozusagen den Brand im Haus zu löschen. Weil sonst brennt das ganze Haus Europa. Und das ist gefährlich. Ich habe das schon erklärt mit dieser Rakete, die in Polen eingeschlagen ist. Baerbock hat gesehen, dass die Energieversorgung von Deutschland in die Luft gesprengt wurde, also nicht die ganze, aber zumindest Nord Stream. Das heißt, man sieht schon die Gefahr, dass sich ein Konflikt ausdehnt. Die ist da. Und darum denke ich, ist sie hier nicht weise. Ja, sie führt nicht in eine gute Richtung. Ich würde eigentlich ganz anders argumentieren. Ich würde, wenn ich deutsche Außenministerin wäre, eben sagen, wir brauchen jetzt Verhandlungen zwischen beiden Kriegsparteien. Die Waffenlieferungen in die Ukraine werden eingestellt. Man muss Kompromisse finden. Und es muss jetzt ein
Ein Schwerpunkt muss darauf gelegt werden, dass diese Nord Stream Pipelines wieder geflickt werden, weil Deutschland wieder sehr gerne günstiges Erdgas von Russland importieren möchte, weil das für den Wirtschaftsstandort gut ist. Das wäre so eine Rede, wie ich sie für Baerbock schreiben würde, aber die wird sie natürlich jetzt im jetzigen Moment nicht so halten, weil sie hält eigentlich Reden, die könnten von den Amerikanern geschrieben sein. Ich frage mich immer, warum vertritt sie nicht die deutschen Interessen? Hat sie auch klar gesagt, no matter what my German voters think, in Tschechien auf einer Podiumsdiskussion, als es genau darum ging, wie lange man die Ukraine weiter unterstützen möchte. Und ich denke, das sollte auch jedem Wähler, und ich bin um Gottes Willen kein Wähler dieser Partei, aber es sollte auch jedem Wähler zu denken geben, was in den nächsten Jahren noch bevorsteht. Denkst du, der Preisdeckel, der jetzt für Öl definiert wurde, ist durchsetzbar? Putin hat ja scheinbar sehr kritisch darauf reagiert und möchte diesen nicht akzeptieren. Was kannst du dazu sagen? Also der Erdölpreis grundsätzlich ist sehr volatil, ja. Und es ist sehr schwierig, alle Produzenten, die überhaupt Erdöl produzieren weltweit, auf irgendetwas zu verpflichten, weil das sind ganz unterschiedliche Interessen. Wir haben natürlich große Bezüger, nämlich die Europäer. Wir brauchen in Europa Öl und Gas. Das wird importiert von außerhalb von Europa. Natürlich, es gibt in der Nordsee die Norweger, die fördern Öl und Gas, und die Briten fördern auch Öl und Gas. Aber es ist nicht so, dass Europa sich selber mit Öl und Gas versorgen kann. Das ist mal das Erste, was man, wenn man eine geostrategische Lageanalyse macht, das muss man mal sehen. Ja, wir sind auf Öl- und Gasimporte angewiesen. Die Saudis hingegen brauchen nicht alles Öl und Gas, das sie haben, sondern sie haben Überschuss und das möchten sie exportieren. Die Russen können auch nicht alles Öl und Gas gebrauchen. Sie haben Überschuss und möchten das exportieren. Aber neben den Europäern gibt es noch die Inder, mehr als 1 Milliarde, und die Chinesen auch mehr als 1 Milliarde. Und die brauchen auch diese Importe. Und man kann hier keinen Preisdeckel fix machen. Ich glaube, das wird längerfristig nicht funktionieren, weil die verschiedenen Anbieter und die verschiedenen Abnehmer eben ganz unterschiedliche geostrategischen Interessen haben. Man hat gerade kürzlich gesehen, dass die Amerikaner gegenüber den Saudis ihre Interessen durchdrücken wollten. Das haben sie damals nicht geschafft. Und was jetzt spannend ist, ist natürlich zu sehen, dass sowohl Indien wie auch China, also das ist 2 mal 1,4 Milliarden Menschen, das sind 2,8 Milliarden Menschen, das ist also, ich sag mal, wenn wir die ganze Weltbevölkerung von 8 Milliarden anschauen, ja, dann haben wir hier mehr als ein Viertel, ja, der eigentlich sagt, bei diesem Wirtschaftskrieg machen wir nicht mit. Und das bedeutet, es gibt ja jetzt wie neue Allianzen, ja. Es gibt ja neue Allianzen, die entstehen, wo man sich am Schluss dann fragt, ja, also, warum sollte sich Deutschland vom Iran abkoppeln? Warum sollte sich die Schweiz von Iran und von China abkoppeln? Warum sollten wir uns eigentlich von allen Ländern abkoppeln, von denen die Amerikaner sagen, das sind unsere Feinde, mit denen dürft ihr keinen Handel treiben? Das ist ja die Frage, wenn du fragst nach Rohstoffpreisdeckeln und so weiter, ist letzten Endes die Frage, mit wem? Ja, mit wem darf man überhaupt handeln? Und im Moment heißt es, mit Russland darf man nicht handeln. Und das ist natürlich für Europa falsch. Europa sollte mit Russland handeln, weil Russland hat viele günstige Rohstoffe und grenzt direkt, ist ein europäisches Land. Es ist ja das einzige europäische Land, das Öl und Gas hat. Neben Norwegen und Großbritannien habe ich erwähnt. Aber Luxemburg und die Schweiz werden die Öl- und Gasversorgung für Europa nicht übernehmen. Auch Spanien und Portugal können es nicht richten. Auch die Türken und die Griechen haben kein Öl und Gas in nennenswerten Mengen zu liefern. Österreich auch nicht. Belgien? Nein. Schweden? Nein. Finnland? Auch nicht. Also letzten Endes finde ich, wenn man die Rohstoffe anschaut, und ich habe wirklich mich in diesem Buch Europa im Erdölrausch intensiv mit dieser Frage beschäftigt, dann wird es wieder ganz klar, aus der Sicht der Versorgungssicherheit müsste man den Krieg in der Ukraine sofort befriedigen, Kompromisse finden, ja, und dann wieder günstiges Öl und Gas aus Russland importieren, unbedingt. Ja, danke für deine Darstellung der Sichtweise. Jetzt hat der erste europäische Präsident, in dem Fall Emmanuel Macron, mit seinen Aussagen zu Russlands Politik zu Irritation geführt, gerade wenn man auf die deutsche Politik schaut. Und zwar sagte er, er möchte auf Russlands Sicherheitsinteressen eingehen und Putin nun Garantien geben. Hältst du das für einen ersten sinnvollen Schritt? Was verbirgt sich deiner Meinung nach dahinter? Du kommst ja aus der französischsprachigen Schweiz, vielleicht hast du auch nochmal eine andere mediale Wahrnehmung.
Also die Schweiz hat verschiedene Sprachregionen. Wir haben Deutsch, Französisch und Italienisch und ich komme aus der Dann italienischsprachigen habe ich es Schweiz. falsch aufgefasst, Entschuldigung. Aber ich habe Verständnis für die Franzosen. Die sind ja hier, ich bin im Raum Basel, die sind ja hier 10 Meter über die Grenze. Fängt gleich Frankreich an. Und ich finde, es ist sehr richtig und wichtig, was Macron sagt. Also Macron als Präsident von Frankreich sagt, wir verstehen, dass Russland Sicherheitsinteressen hat. Und die Sicherheitsinteressen von Russland sind klar. Die Ukraine darf nicht Mitglied der NATO sein und in der Ukraine dürfen keine amerikanischen Truppen stationiert sein. Ende der Durchsage. Und wenn Macron das sagt, finde ich, das geht in die richtige Richtung. Wäre wünschenswert. Schauen wir uns mal die mediale Berichterstattung gerade im Zuge der Fußball-WM an. Die Massenmedien oder die Mainstream-Medien, die Staatsmedien, wie auch immer, haben derzeit gefühlt weniger, vor allem wenn es um den Russland-Ukraine-Krieg geht, als um die Fußball-WM. Was oftmals verbirgt sich, also das war jetzt die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, wenn man sich mal die Fußball-WMs anschaut und Gesetze, die währenddessen durchgewunken wurden. Was verbirgt sich derzeit hinter der zurückhaltenden Haltung der Medien? Glaubst du, das liegt einfach daran, weil momentan die Fronten verhärtet sind? Oder denkst du, dieses Spektakel, gerade das Medienspektakel der Fußball-WM, bietet auch Möglichkeiten, wieder Gesetze in eine Richtung zu lenken, die dann nachher Dinge einfacher möglich machen? Jetzt mal eine etwas kritischere Frage. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Dominik, dass ich natürlich selber auch Fußball schaue. Ich bin tatsächlich ein Fußballfan. Also ich habe auch Fußballspiele jetzt geschaut von dieser Weltmeisterschaft. Natürlich nicht alle, weil ich bin ja auch am Arbeiten und irgendwie kann man nicht irgendwie mitten am Tag ein Fußballspiel schauen. Aber ich habe natürlich das Spiel von Deutschland gesehen. Ich fand es sehr schade, dass Deutschland ausgeschieden ist. Ich habe Spiele von der Schweiz gesehen. Die Schweizer sind im Moment noch dabei. Ich habe Frankreich gesehen mit Kylian Mbappé, die Tore, die er gemacht hat, sehr, sehr eindrücklich. Das heißt, ich bin einer, der gern Fußball schaut. Das muss man mal zuerst sagen. Was Ich auch. jetzt hinten für Gesetze durchgewunken werden, weiß ich nicht. Ja, ich sage einfach, wenn man die Fußball-Weltmeisterschaft sich nimmt, dann kann man sagen, die wird ja alle 4 Jahre ausgetragen. Und das hilft auch bei der historischen Analyse. 2014, ja, ist Deutschland Weltmeister geworden. 2014 war genau das Jahr, als es einen Putsch gab in der Ukraine, als die Amerikaner diesen Putsch gemacht haben. Weil die Menschen können sich manchmal die Jahreszahlen nicht merken und sagen, wann war nochmal dieser Putsch in der Ukraine? 2014, als in dem Jahr, als Deutschland Fußballweltmeister wurde in Brasilien, Endspiel gewonnen und zuvor im Halbfinale Brasilien geschlagen. Sehr, sehr interessant. Und dann 18 wäre 4 Jahre später und dann nochmal 4 Jahre später ist 22. Also 8 Jahre nach dem Putsch kommt die russische Invasion. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich bei der dritten Fußball-Weltmeisterschaft, wenn man das historisch anschaut. Und ich sage einfach, wenn wir fähig sind zu sagen, ja, wer wurde denn das letzte Mal Fußball-Weltmeister, wenn wir fähig sind, uns daran zu erinnern, dass Deutschland Fußball-Weltmeister war im 2014 und das sind wir, ja, dann sollten wir auch fähig sein bei der Analyse von Konflikten, ja, beim Ukraine-Krieg nicht nur mit dem Jahr 2022 anzufangen, sondern auch ins Jahr 2014 zurückzugehen. Also das ist eine Verbindung, die ich oft mache. Jetzt schauen wir uns vielleicht noch mal ein Stück weit ganz kurz einen anderen Kriegsherd an, der jetzt heute überhaupt nicht stark diskutiert wurde, der aber mindestens genauso ein großes Potenzial für einen dritten Weltkrieg bietet, wenn wir uns mal aus der Risikobewertung anschauen, zumindest meiner Ansicht nach, wie jetzt der Russland-Ukraine-Konflikt. Und zwar geht es um Taiwan und China. Und spannend dabei fand ich, als in einem 60-Minuten-Interview von Scott Pelley von CBS News Joe Biden befragt wurde, ob die US-Streitkräfte Taiwan gegen einen Angriff des Festlandes verteidigen würden, hat er ganz klar und unverblümt gesagt, ja, wenn es tatsächlich einen noch nie dagewesenen Angriff gäbe. Schauen wir jetzt mal zurück, was er sagte, auch zu Nord Stream und was er jetzt hier sagt, dann beängstigt das doch etwas. Was denkst du über die unberuhigende Aussage von Joe Biden in dieser Hinsicht und für wie kritisch bewertest du diesen Kriegsherd im Vergleich zur Ukraine und Russland, die ja dann doch ein Stück weit näher an uns dran sind? Ja, Taiwan ist natürlich eine Frage, die immer wieder kommt in der internationalen Politik. Und ich finde, da ist es einfach auch wichtig, dass man die historische Entstehung sich nochmal in Erinnerung ruft. Also während dem Bürgerkrieg in China gab es Mao Zedong und Chiang Kai-shek. Ich erkläre es nicht für dich, Dominik, ich erkläre es vielleicht, wenn ein 15-Jähriger zuhört. Der hat noch nie von Mao Zedong und Chiang Kai-shek gehört. Okay, das sind zwei, die haben sich bekämpft. Und Mao hat dann gewonnen und hat 1949
China als Volksrepublik, wie wir sie heute kennen, also als kommunistisches Einparteiensystem ausgerufen. Und das ist das China, das wir heute kennen. China hat natürlich eine jahrtausendealte Geschichte, aber so wie wir es heute kennen, können wir sagen, sind die Wurzeln 1949 gelegt worden. Was hat Chiang Kai-shek gemacht? Chiang Kai-shek hat Festlandchina verlassen und ist auf eine Insel gegangen, Formosa. Diese Insel hat immer zu China gehört. Und er hat gesagt, und hier rufe ich meinen eigenen Staat aus. Und die Amerikaner haben Chiang Kai-shek unterstützt und haben gesagt, ja, jetzt haben wir gerade die UNO gegründet in New York. Du kannst ganz China vertreten. Dann hat also Taiwan während vielen Jahren gesamt China im UNO-Sicherheitsrat in New York vertreten, was eigentlich verrückt war. Und dann ist Nixon, der amerikanische Präsident, mal rübergeflogen und gesagt, ja, also gut, wir ändern das, jetzt kann Peking den chinesischen Sicherheitsratssitz haben. Und die Sicht der Chinesen ist, also von Xi Jinping, das ist der Präsident in China, die Sicht von Xi Jinping ist, diese Insel gehört uns. Und da muss ich sagen, er hat recht. Ja, das ist eine Insel, die immer zu China gehört hat. Und das heißt jetzt nicht, dass ich ein Anhänger von Xi Jinping bin, sondern ich sage einfach, wenn ein Teil weggespalten wird, ja, und dann sozusagen die Amerikaner diesen Teil noch bewaffnen, was tatsächlich so ist, also Taiwan ist stark bewaffnet durch die Amerikaner, dann heißt das noch nicht, dass die Geschichte ausgelöscht ist. Natürlich, die Menschen auf Taiwan sind gespalten. Ein Teil von ihnen sagt, wir wollen auf keinen Fall Teil von China werden, weil wir haben uns zu einem viel besseren Staat entwickelt und wir möchten unabhängig sein. Das ist die gleiche Diskussion, die man hat bei Serbien. Serbien wurde 99 bombardiert von der NATO und dann hat man den Kosovo rausbombardiert, ja, rausgeschnitten und Kosovo ist jetzt sozusagen ein eigener Staat. Aber die Serben sagen, nein, das gehört immer noch uns. Und die Amerikaner haben natürlich Camp Bondsteel, einen großen Militärstützpunkt im Kosovo. Und das, wenn wir wieder zurückgehen nach Taiwan. Die Amerikaner haben immer gesagt, wir liefern an Taiwan die modernsten Waffen. Das tun sie, weißt du, wie an die Ukraine. Weil Taiwan liegt vor China, die Ukraine liegt vor Russland. Immer so in der Nähe der großen Herausforderung, sozusagen die Spannungen zu schüren, ist ein Prinzip der Geostrategie. Dann das Zweite, wenn die Chinesen 2049 das 100-jährige Bestehen ihres Staates feiern, dann wollen sie Taiwan integriert haben. Ja, das, wenn man die chinesischen Dokumente liest, ich bin nicht Chinese, ich kann kein Chinesisch, aber ich lese mir das auf Englisch durch. Und da ist ganz klar, bis 2049 wird Taiwan zurückgeholt. Und das ist jetzt noch eine Zeit, sage ich mal. Und ich glaube, die Chinesen warten einfach, bis sie militärtechnisch im Bereich Marine etc. stärker sind als die Amerikaner. Das heißt, die Zeit spielt für die Chinesen, weil sie werden immer stärker militärisch. Und die Amerikaner bleiben eigentlich nur in diesem Wortgefecht und sagen, wir werden auf jeden Fall, aber ganz sicher werden wir Taiwan verteidigen. Aber man sieht natürlich, dass das rein militärtaktisch viel schwieriger ist für die Amerikaner, Taiwan zu verteidigen, als für die Chinesen, Taiwan zu erobern, weil das eben sehr in ihrem Einflussbereich liegt. Also kurzum zusammengefasst, dass Joe Biden sagt, wir werden Taiwan verteidigen gegen eine Invasion der Chinesen, ist verständlich, dass er das sagt, aber ich finde es nicht deeskalierend. Ja? Weil er weiß auch, dass eigentlich Taiwan irgendwann vermutlich wieder in den chinesischen Einflussbereich fallen wird und dann als Staat, als unabhängiger Staat nicht mehr existiert, sondern es wird Teil von China sein. Ich glaube nicht, dass das die Schweiz oder Österreich oder Holland oder Senegal aufhalten können und ich glaube auch nicht, dass die USA das aufhalten können. Dann sind es doch ganz deutliche Provokationen, wenn amerikanische Abgesandte, Nancy Pelosi, in Taiwan auftreten oder auch vor Ort entsprechend um China herum, das muss man ja auch aus geostrategischer Sicht sehen, immer vor allem die NATO-Militärbasen und die amerikanischen Militärbasen platziert sind. Kann es auch einfach sein, dass China sich in diesem Zusammenhang eingeengt fühlt und die Amerikaner diesen Strick ganz bewusst immer enger ziehen? Du als Militärexperte ein Stück weit auch, ja, oder als NATO-Experte? Ja, das ist auch das, was John Pilger sagt. John Pilger ist ein
Ein sehr guter Journalist aus Großbritannien hat sich viel für Julian Assange eingesetzt. Julian Assange, während wir sprechen, zu Unrecht in London im Gefängnis, muss man immer wieder sagen. Und John Pilcher hat eigentlich gesagt, klar, die Amerikaner haben auf Japan sehr viele Militärbasen, sie haben in Südkorea sehr viele Militärbasen. Sie versuchen eigentlich möglichst viele Militärbasen um China herum aufzubauen. Das ist einmal die amerikanische Sicht. Und die chinesische Sicht ist natürlich die, dass die Chinesen eigentlich schrittweise ihre Wirtschaft vergrößern möchten, verstärken möchten. Also BIP, Bruttoinlandprodukt, misst man ja. Man hat 193 Länder und man kann bei jedem Land das Bruttoinlandprodukt messen. Und das BIP von China und USA ist jetzt in etwa gleich groß. Das heißt, bei den größten Wirtschaftsmächten der Welt haben wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen, gerade jetzt, während wir sprechen, zwischen USA und China. Und wenn die Chinesen an den Amerikanern vorbeiziehen und Wirtschaftsmacht Nummer eins werden, was eben gut möglich ist, weil die Chinesen sind 1,4 Milliarden Menschen, die Amerikaner sind nur 330 Millionen. Okay, wenn die Chinesen an den Amerikanern vorbeiziehen, dann ist plötzlich die Weltordnung so: erste Wirtschaftsmacht China, zweite USA, dritte Japan, vierte Deutschland. Und das ist im Moment noch nicht der Fall, aber das ist so eine Entwicklung, die man beobachten kann. Und dann ist eigentlich die Situation so, dass die Amerikaner jetzt schon sagen, China ist unser großer Herausforderer. China ist gefährlich. Und als Friedensforscher kann ich wieder sagen, es ist einfach eine Zeit, in der die amerikanische Vorherrschaft zurückgeht und es entsteht eine multipolare Welt. Also multipolar heißt einfach, multi heißt viel, oder? Viele Pole. Und unipolar wäre einfach die amerikanische Vorherrschaft, amerikanischer Imperialismus. Und multipolar heißt, China hat andere Interessen, Russland hat andere Interessen, Brasilien hat andere Interessen, Südafrika hat andere Interessen, Indien hat andere Interessen. Und plötzlich unterstellt man sich nicht einfach mehr so den Amerikanern. Und diese multipolare Welt ist am Entstehen. Und ich glaube, es ist möglich, dass wir eine friedliche multipolare Welt haben, weil das ist ja wichtig. Ja, wir wollen nicht sozusagen den amerikanischen Imperialismus ersetzen durch einen chinesischen Imperialismus oder dass Indien jetzt andere Länder überfällt. Aber es ist, Dominik, meiner Meinung nach denkbar, dass wir hier in diesem 21. Jahrhundert so ein bisschen die Wachablösung erleben, dass die Amerikaner eben eigentlich ihren Einfluss reduziert sehen, nicht freiwillig, aber er wird abnehmen und dass die Chinesen aufsteigen. Ich hoffe nicht, dass das dann dazu führen wird, dass neue Kriege ausbrechen. Weil es geht im übergeordneten Sinn, geht es mir zumindest immer darum, wie können wir eine friedliche Welt schaffen? Das ist eigentlich die übergeordnete Frage. Super. Jetzt kommen wir zu den letzten Zuschauerfragen, also wir haben wirklich hunderte von Fragen bekommen und wir haben versucht, die zusammenzufassen, so ganz wenigen und um die Essenz ein Stück weit rauszukristallisieren. Und eine Frage passt hier wie die Faust aufs Auge zu deinem letzten Thema, und zwar geht es um die BRICS-Staaten. Speziell hier merkt man ja auch, dass diese, wie du so besprichst, multipolare Welt scheinbar immer relevanter wird. Und die Frage war: Sehen wir derzeit einen Zusammenbruch des Petrodollars gerade jetzt und einen Wandel in eine multipolare BRICS-Welt, fragt Danny Abroad. Kannst du dazu antworten? Ja, also ich sehe tatsächlich eine Entwicklung, die hin zu einer multipolaren Welt geht. Man muss vielleicht erklären, BRICS steht für Brasilien, B für Brasilien, R für Russland, I für Indien, C für China, S für Südafrika. Und das ist ja ein Wort, das man einfach so einfach aussprechen kann. Aber man kann da noch mehrere Staaten dazu tun. Also der Iran kann in diese Gruppe reinkommen, die Türken sind in Gesprächen. Also ich sage einfach, die Welt verändert sich. Sie verändert sich immer. Und was wir nicht tun sollten, ist einfach nur die New York Times und nur den Spiegel zu lesen und dann denken, das bildet die globale Perspektive ab. Das ist nicht so. Und wir haben in den NATO-Staaten, also 30 Länder sind Mitglied in der NATO, das ist Deutschland, das ist Frankreich, das ist England, aber vor allem die USA und Kanada, die NATO anführen, die USA führen die NATO an. In den NATO-Staaten haben wir so einen Diskurs von: Ja, der Krieg in der Ukraine ist ein guter Krieg und Putin wird verlieren und wir müssen nur mehr Waffen liefern. Und das steht dann in allen NATO-Staaten, egal ob man in Frankreich die Zeitung liest oder in Belgien. Aber das sind nur 30 Länder.
Und wenn wir weiter rausgehen, erkennen wir sofort, ah, es gibt aber 193 Länder. Also 193 minus 30 gibt noch 163. Dann denkst du, 163, da kann ich mir auch nicht alle merken. Zum Beispiel die Schweiz, ja, wir sind nicht Mitglied der NATO. Ja, also wir sind immer nahe dran hier im ganzen Getümmel, aber wir sind nicht Mitglied der Europäischen Union, wir sind nicht Mitglied der NATO. Und darum schaue ich das auch immer so ein bisschen von außen an. Aber unter diesen 193 Ländern sind die BRICS-Staaten sicher die, die die größte Dynamik haben. Da ist eine sehr, sehr große Dynamik. Und ja, wie gesagt, das sind demografisch gesehen rein an der Anzahl Menschen, die da sind, riesige Staaten. Ob das jetzt den Petrodollar sofort bricht, kann ich nicht sagen. Aber es ist natürlich so, dass man sieht, dass Saudi-Arabien und China sich annähern. Das ist einfach so. Und wenn, also muss vielleicht noch anfügen, was der Petrodollar ist. Der Dollar ist die amerikanische Währung und die Amerikaner haben gesagt, wir können leider unsere Währung nicht mehr mit Gold decken. Das war 1971. Und dann haben sie gesagt, wir möchten aber alle, die Erdöl kaufen, dazu verpflichten, dieses Erdöl in Dollar zu bezahlen. Und das bedeutet, dass alle Länder der Welt Dollar halten müssen. Und darum, ja, haben die Amerikaner ein großes Privileg. Sie können ihre Währung immer drucken. Ich weiß, Dominik, du kennst dich da sehr gut aus bei der Geschichte von der Finanzen. Aber ich sag's nur, einige Leute wissen das gar nicht mehr. Wie ist das überhaupt entstanden? Und die Amerikaner konnten wirklich sagen, Öl muss in Dollar bezahlt werden. Und gerade jetzt mit dem Ukraine-Krieg sieht man, dass einige sich von diesem System verabschieden und sagen, der Iran will mit China handeln, ohne dass da der Dollar eine Rolle spielt. Und das ist natürlich für die amerikanische Vorherrschaft die größte Gefahr, dass dann niemand mehr in Dollar handelt. Gut, das sind wir nicht. Also wird natürlich das meiste immer noch in Dollar gehandelt. Aber der Fragesteller legt den Finger an den wunden Punkt. Ja? In welcher Währung werden die Rohstoffe verkauft? Und da kann ich sagen, es findet ein Umbruch statt, vor allem innerhalb der BRICS-Staaten. Und gerade auch Putin ist natürlich hier ganz weit vorne mit dabei, wenn es darum geht, mit den Chinesen direkte Deals zu schließen. Und ich glaube, das ist eine Veränderung, wie du sagtest. Wünschenswert wäre natürlich, dass sie friedlich abläuft. Dann schauen wir uns die nächste Frage von Renate Hess an. Gehört Daniele Gansers Meinung nach Putin zu den Young Global Leaders? Weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Ich habe es jetzt mal aufgeschrieben. Also hier geht es wahrscheinlich auch ein Stück weit darum, weil ja in Davos das World Economic Forum stattfindet. Und oft die Frage ist, ist er denn Teil dieses Ganzen oder nicht? Hast du dazu schon? Ich habe diese Frage auch schon bekommen. Ich glaube nicht. Ja, ich habe das Gefühl, Putin vertritt die nationalen Interesse von Russland. Und die sind eben anders als die nationalen Interesse der USA oder die nationalen Interesse von Deutschland. Das heißt, ich gehe mit einer sehr klassischen Analyse an diesen Konflikt und sage, hier haben wir Nationalstaaten, die werden regiert von einer kleinen Elite, natürlich in den USA wie auch in Russland oder in der Ukraine. Das ist nicht die Bevölkerung, sondern es ist eine kleine Elite. Und die haben ihre Interessen. Die andere Analyse, wo man sagt, wer ist denn Mitglied am World Economic Forum, die ist ja eine Analyse, die sagt, ja, die Nationalstaaten spielen gar nicht mehr so eine große Rolle, weil die verschiedenen Chefs in den verschiedenen Ländern sind alle im gleichen Club, haben darum die gleichen Interessen. Ich glaube das nicht, aber auch das kann man untersuchen. Ich sage, wir sind jetzt in einer Zeit, die wirklich durch die Informationsrevolution gekennzeichnet ist. Wir haben Informationen zu ganz vielen Themen, ganz verschiedene Ansichten. Soll sich jeder selber ein Bild machen. Also ich sage nicht, dass es die Young Global Leaders nicht gibt. Ja, also das WEF hat auf jeden Fall ein riesengroßes Netzwerk. Klaus Schwab hat hier wirklich als Obernetzwerker Firmenchefs und Präsidenten zusammengebracht und vernetzt. Und natürlich gibt es da einen Einfluss, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das sozusagen ein Krieg des WEF ist oder so. Ganz spannende Frage, die jetzt reinkam von A. Moon. Welche Rolle spielt der Vatikan im aktuellen weltpolitischen Kontext? Ich weiß es letzten Endes nicht. Also der Papst ruft immer wieder zu Frieden auf und sagt, Moment, wir sollten uns nicht töten. Ist ja eigentlich auch eine urchristliche Aussage, du sollst nicht töten. Das ist eigentlich in den letzten 2000 Jahren zu wenig berücksichtigt worden, aber die Aussage stimmt. Und was natürlich das Problem ist, ist, dass auch unter dem Papst verschiedene Kardinäle sich hin und wieder das so ausgeäußert haben, dass sie gesagt haben, das ist ein gerechter Krieg von Zelensky, im Sinne von, wir sehen es wie die Polen, wie die Katholiken, und wir sind hier anderer Meinung als die russisch-orthodoxe Kirche. Da muss man wieder sagen,
Das Christentum ist ja auch aufgespalten in verschiedene Gruppen. Es gibt die Protestanten, es gibt die Katholiken, aber es gibt auch die Orthodoxen. Und die russisch-orthodoxe Kirche steht auf der Seite von Putin. Und einige sagen, der Papst als Vertreter der Katholiken stehe auf der Seite von Zelensky. Ich sehe es nicht ganz so eng. Ich habe eher das Gefühl, dass nur gewisse Kardinäle an der Seite von Zelensky stehen. Danke auch für die Antwort. Und jetzt nochmal zu einer ganz, ganz für mich vielleicht sogar der wichtigsten Frage. Was können wir alle dazu tun, Daniele, um zu einer friedlicheren Welt beizutragen? Ich weiß ja, dass du auch selbst eine eigene Community, die Peacemaker, ins Leben gerufen hast. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu dieser wichtigen Frage beitragen, ja. Ja, also ich habe tatsächlich jetzt in diesem Jahr 2022 erstmal eine Peacemaker-Community gegründet. Die ist kostenpflichtig, aber diejenigen, die da Mitglied sind, die bekommen jeden Monat ein Video von mir zum Thema äußeren Frieden und ein Thema innerer Frieden. Und beim inneren Frieden geht es natürlich darum, wie trainieren wir uns in Achtsamkeit? Wie können wir uns wieder zentrieren in einer Welt, die wirklich zum Teil ein bisschen aus den Fugen geraten ist? Und wie können wir eigentlich untereinander ohne Abwertung kommunizieren? Also gewaltfreie Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Und da versuche ich eigentlich in der Community die Leute zu stärken. Aber auch bei den Vorträgen oder jetzt im Gespräch mit dir sage ich eigentlich immer, wir sollten uns nicht töten. Und ein wichtiger Punkt, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie. Weil sowohl Russen wie Ukrainer gehören zur Menschheitsfamilie. Deutsche wie US-Amerikaner, Mexikaner und Schweizer. Also wir sind natürlich unterschiedlich, aber wir gehören zur Menschheitsfamilie. Das heißt, ich denke, der Mensch als Wesen, vom Grund her, glaube ich, ist der Mensch ein gutes Wesen. Ich glaube, auch die Erde ist ein wunderbarer Ort. Das ist ein richtig schöner Planet hier. Aber wir haben uns ein bisschen verloren, wenn ich so sagen darf, in Gewalt. Wir haben uns immer wieder, der andere ist böse, da müssen wir Waffen liefern und dann töten sich die anderen und dann gewinnen die Guten. Das ist etwas, was mich immer wieder erstaunt, wie einfach wir in Kriege reingehetzt werden. Denk dir mal, Dominik, die Bundeswehr war in Afghanistan. Ja? Da habe ich gesagt, ja, können wir mal Terroranschläge vom 11. September aufklären? Der Einsturz von WTC-7, das wurde ja gar nicht durch ein Flugzeug getroffen. Nein, 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 da wollen wir nicht darüber sprechen. Das heißt, ich versuche eigentlich mit meiner Forschung sozusagen hinter die Kulissen der Macht zu blicken, um zu erklären, schaut her, wir werden immer wieder angelogen, die Massenvernichtungswaffen im Irak gab es nicht. Darum, wenn wir das mal erkennen, dann können wir einfach diese Kriegspropaganda wegwerfen und sagen, klar, es gibt unterschiedliche Interessen, in jedem Dorf gibt es unterschiedliche Interessen, in jeder Familie gibt es unterschiedliche Interessen, das ist in Ordnung. Es gibt auch Konflikte, das ist auch in Ordnung, ich habe auch Konflikte, jeder Mensch hat Konflikte. Aber der Hauptpunkt ist, wir sollten uns nicht töten, ja. Und der Ukraine-Krieg ist eben so ein Beispiel, wo wir das wieder nicht richtig machen, sondern wir töten. Wir kommen als Menschheitsfamilie in Schwarz-Weiß-Bilder rein. Und da versuche ich eigentlich zu deeskalieren. Also ich sage wirklich, Russen wie Ukrainer gehören zur Menschheitsfamilie. Das ist eine Kernaussage in meinen Vorträgen im Moment. Ganz, ganz, ganz tolles Statement. Für die Zuschauer, die sich dafür interessieren, wir verlinken natürlich auch gerne die Peacemaker. Ich kann auch immer nur sagen, ich freue mich auch über jeden Austausch mit dir, auch mit jeder E-Mail, wenn da am Ende Peace steht. Das zeigt einfach, wofür du stehst und das sollten wir alle wieder nach draußen tragen. Es ist auch gar nicht so schwierig, wir können alle bei uns selbst anfangen. Ich habe mir für das Schlusswort ein schönes Zitat aufgehalten und zwar sagt das von Frank Thies, ist dieses Zitat, die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie ruhig unter einen Felsen vergraben, sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist. Und ich bin ganz sicher, dass wir unseren Teil dazu beitragen, du vor allem, Daniele. Und ich kann nur sagen, von ganzem Herzen danke, dass du heute unserer Community wieder diesen Mehrwert geschenkt hast. Und ich freue mich natürlich immer, wenn du uns hier wieder begrüßen kommst. Also das Schlusswort lasse ich jetzt in diesem Falle bei dir. Ja, Dominik, ich kann eigentlich da wirklich nicht viel zufügen. Ich möchte dir für das Gespräch danken, für die Möglichkeit, dass wir uns auch einfach austauschen können, frei austauschen können. Ich glaube, das ist in der Zukunft wichtig, dass die Menschen sich wieder getrauen, ihre Meinung zu sagen. Und wenn wir jemand anderen hören, der eine andere Meinung hat,
möchte ich einfach anregen, dass wir den nicht abwerten, dass wir also ohne irgendwelche Schimpfbegriffe sagen, nun gut, ich habe eine andere Meinung, aber das will das so stehen lassen. Das fände ich eine wichtige Entwicklung fürs nächste Jahr 2023. Man kann ja immer Wünsche haben fürs neue Jahr, und da hoffe ich doch, dass wir in der gewaltfreien Kommunikation doch ein bisschen vorwärts kommen, weil da sind wir im Moment noch nicht so richtig auf Kurs, wenn ich so sagen darf. Ja, vielen Dank. Für alle Zuschauer, die sich sagen, wow, das letzte Gespräch hätte ich auch gerne gesehen, warum das 1 Million Aufrufe hat, erfahren Sie hier. Dort geht es zu diesem Video. Vergessen Sie auch nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Natürlich finden Sie unter dem Video alle weiterführenden Links, über die wir heute gesprochen haben, Danieles Kanal und selbstverständlich auch die Community. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und sage auf Wiedersehen. Bis bald, Daniele. Ciao. Tschüss, Dominik.